Hallo meine lieben GeolebenTV-Zuseher, schön, dass du hier wieder mit dabei bist. Ja, gerade in Zeiten wie diesen und was ich damit meine, brauche ich wohl nicht extra auszuführen, werden wir alle immer wieder mit gewissen Befürchtungen, eben auch Ängsten konfrontiert. Manchmal schlecht einschlafen können, plötzlich mitten im Schlaf wach zu werden, oft auch schweißgebadet, auch beim morgendlichen Erwachen einfach so ein lustloses Gefühl immer wieder mal, vielleicht sogar ein beängstigendes Gefühl. Das zu haben ist für viele Menschen leider Gottes in letzter Zeit keine Seltenheit mehr. Auch Angst vor der Krankheit, vor allem auch Angst vor der Zukunft, wie es Klienten in meinen Beratungen immer wieder äußern. Das Gefühl, wie soll es nun weitergehen, beschäftigt viele, viele Menschen. Und deshalb habe ich mich mal so umgesehen, ja, welche Möglichkeiten es neben Therapien, neben Beratungen und vor allem auch neben den schulmedizinischen Möglichkeiten noch so gibt. Ja, diesbezüglich aber auch gleich mal vorweg ein Disclaimer. Alles, was ich hier sage, ist mit gutem Wissen und Gewissen recherchiert und beruht zum großen Teil eben auch auf meine ganz persönlichen Erfahrungen mit den Mitteln, die ich hier besprechen werde. Multivitamine und Mineralstoffe gegen Ängste. Ja, ein Mangel an Mikronährstoffen kommt in unseren Breitengraden wesentlich häufiger vor, als eben auch oft propagiert wird. Und gerade zeigt sich immer wieder, dass gerade Menschen, welche sich nicht so wirklich gesund ernähren, wenig Obst, wenig Gemüse zu sich nehmen, hier am häufigsten von Ängsten betroffen sind. Und hier zeigten Studien, dass hier gerade Vitamin D3-Supplementierungen sowie die Gabe auch von Omega-3-Öl, vor allem auch Magnesium und die Supplementierung eines Vitamin B-Komplexes nach einiger Zeit äußerst signifikante Verbesserung bei diesen Menschen zeigten. Wobei ich zu Studien anmerken möchte, dass ich Gesundheit und Krankheit als unglaublich komplexen Prozess sehe, dass es ganz, ganz schwer ist, wenn nicht sogar unmöglich, aus Studien, in der meistens dann auch nur Korrelationen abgeleitet werden können, eben auch Kausalitäten abzuleiten, die dann aber auch meist nur sehr, sehr spezifisch in eine Richtung gehen und weniger mit ganzheitlich zu tun haben. Ja, wir Menschen sind eben auch keine Maschinen, bei denen man einfach nur so sogenannte Grenzwerte mal festlegt und dann so wie beim Auto mit dem Ölmessstandszeiger sagt, okay, ist unter dem normalen Messwert, müssen wir wieder was auffüllen. So ganz so einfach ist es nicht. Gott sei Dank sind wir keine Maschinen. Ja, aus meiner Sicht macht es sehr wohl auch Sinn, seinen eigenen Lebenswandel als Ganzes einfach anzuschauen. Es ist an und für sich eigentlich eine Notwendigkeit. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass das Magnesium, und hiermit sind wir beim ersten Mikronährstoff, auf den ich auch bei Unwohlsein, Ängstlichkeit, sich einfach lustlos fühlen, hinweise. Also wenn ich weiß, dass dieses Mineral Magnesium für über 800 enzymatische Reaktionen im Körper zuständig ist, dass es die Sauerstoffbildung, das sogenannte ATP, fördert, dass es die Muskeln im Körper entspannt, dann kann man sich gut vorstellen, dass es wichtig ist, Magnesium auch bei Angst und depressiven Zuständen zu supplementieren. Gerade wenn man sich körperlich wie geistig eben auch viel betätigt. Und als nächstes zeige ich euch auch gleich, wie alles zusammenhängt. Ja, das nächste Mittel, das ich auch bei Angstzuständen und seelischem Unwohlsein anspreche, ist Vitamin D3. Und Vitamin D3 wirkt eben wieder nur gut, wenn Magnesium als Kofaktor ausreichend vorhanden ist, genauso eben Vitamin K2. Ich zeige es einfach mal auch in die Kamera. Ja, Vitamin D3, das ja auch als Sonnenhormon bekannt ist. Und auch hier weiß man, dass genügend Vitamin D die Stimmung aufhält. Bessere Stimmung, weniger Angst, so ganz einfach meine Logik. Und wenn ich nun jemand bin, der schon eher hellhäutig ist, ich weniger,
wenig Sonne abbekommt und diese auch weniger verträgt und weiß, dass grundsätzlich ganz viele Menschen in unseren Breitengraden einen Vitamin D-Mangel haben, dann denke ich doch einfach mal daran, hier etwas zu tun und mache es weniger von Grenzwerten abhängig, wobei es hier natürlich schon auch Sinn macht, hier einfach auch mal seinen D3-Spiegel messen zu lassen. Also neben Magnesium, Vitamin D3 würde ich als nächstes zu Vitamin B kommen, und zwar als Ganzes im Komplex vorwiegend, denn hier weiß man, dass alle 8 wasserlöslichen B-Vitamine eng zusammenarbeiten. Ja. Im Einzelnen würde ich Vitamin B12, die Folsäure und Niacin supplementieren, sonst weiß man einfach auch, dass der Vitamin B-Komplex sehr wichtig als Ganzes für das Nervensystem ist. B12 ist noch hervorzuheben. Hier zeigten anscheinend eben auch Studien, dass hier ein Mangel Ängste und depressive Zustände fördern kann. Na gut, und was ich euch aus meiner Erfahrung noch empfehlen kann, ist mein Exot unter dem Mittelchen, und zwar Ashwagandha. Halte ich auch mal hier rein, dass ich selbst immer wieder einnehme und einfach merke, dass es gewisse Befürchtungen mildert, mich immer wieder dazu bewegt, gewisse Dinge zu tun, vor denen ich mich eher scheue und die ich gerne vor mir so herschiebe. Ja? Tier- und Humanstudien geben Hinweise darauf, dass Ashwagandha Depressionen entgegenwirken kann. Die Pflanzenstoffe beeinflussen sowohl die Rezeptoren für Serotonin als auch stressinduzierte depressive Symptome. Ashwagandha-Studien zeigen auch, ich weiß, die Studien, ja, dass die Pflanze gegen Stress und stressbedingte Angststörungen eingesetzt werden kann. Wissenschaftler vermuten, dass eben die Pflanze den Cortisolspiegel senkt. Ja, Vermutungen und Konjunktiv 2, das ist eben auch die Aussage vieler Studien, und deshalb bin ich halt hier ein bisschen kritischer. Doch hier weiß ich es eben auch aus Erfahrung, vor allem mit Ashwagandha, wie ich es vorher schon beschrieben habe, dass Ashwagandha eben bei mir eine sehr, sehr positive Wirkung zeigt. Ein weiteres Mittelchen, und zwar das Johanniskraut, das ich noch erwähne, hat mir vor vielen, vielen Jahren schon aus einer großen Krise geholfen. Doch darüber möchte ich ein eigenes Video noch machen. Über das CBD-Öl habe ich viele Videos auf meinem Kanal, werden einige davon hier verlinkt. Und auch eines, in dem ich eine Frau mit Angststörungen interviewte, die CBD-Öl zu sich nahm und die Angststörungen waren weg. Also das waren die Aussagen dieser Frau. Ja, und so Mittel eben auch aus Omas Schatulle, aus Omas Kräutergarten oder wo auch immer her, wie zum Beispiel die Kamille, auch Baldrian natürlich oder eben auch das berühmte Lavendelöl, sind auf jeden Fall noch sehr, sehr erwähnenswert. Hier einfach mal recherchieren, auch um hier Informationen über diese Mittelchen zu bekommen. Ja, in diesem Sinne, bleibt oder werdet gesund und achtet auch vor allem auf eure seelische, psychische Gesundheit. In dem Sinne, Daumen hoch, Kommentare in die Kommentare, schaut auch auf meine Homepage bewusstgesund, geosixlebensmut.at, würde mich sehr freuen. In dem Sinne, alles, alles Liebe, euer Geo, bis zum nächsten Mal. Baba, ciao, tschüss und Servus.